Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Bonbon Bonzen nennen, wenn ihr wollt. Denn ich bin Bonbon Yoshi und heute extra süß. Hoho, so lecker. Ich glaube, der ist mit Pfefferminz drin. So, ich habe euch das letzte Mal versprochen, dass ich jetzt in dieses Level hier reinschaue. Das ist sicherlich ein schwereres Level als die übrigen. Zumindest hoffe ich das. Könnte sein, dass ich dran verzweifle, weil das erinnert mich doch sehr an Donkey Kong Country. Wie viel ist in diesem Spiel, merkwürdigerweise? Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Wolfontaine. Wir gehen erstmal rein und schauen, was hier so passiert. Ich nehme, würde ich sagen, wie immer den gleichen Bonus mit. Oder soll ich einfach mal die Wassermelonen mitnehmen oder sowas? Irgendwas, womit ich was abschießen kann? Obwohl, Wolfontaine, springe ich da viel? Fliege ich da viel? Schwimme ich da vielleicht viel? Ja, ich nehme einfach mal das mit. Hauptsache nicht schnuffel. Denn in solchen, das klingt nach einer eigenen Mechanik, in Levels mit eigenen Mechaniken, ist ja immer ein blöder kleiner Schnuffel. Mann, oh, so blöd. So, alles klar. Bonbon, Yoshi, mach dich auf den Weg. So. Oh, krasse Musik. So richtig hier zum Mittanzen. Oh, hallo. Oh, es hört auf nach einer Weile. Okay, und jetzt? Ah, da drüben geht's weiter. Erstmal ein bisschen nachfüllen. Ah, die kommen aber wieder. Das ist gut. Jetzt muss ich mal kurz checken, ob die Gegner auch wieder kommen. Denn das wäre ganz gut. Dann würde ich auch hoffen, dass... Höher mit dir. Oh. Na gut, dann mache ich in der Zwischenzeit einfach mal das hier. Man kann ja ziemlich lange fliegen. Da ist es nicht so schlimm, wenn man, wenn die Dinger irgendwann verschwinden. Obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass das später noch richtig schwer wird hier. Soll ich einfach mal hier rüber gehen? Oh ja, da kommt schon die erste kleine Herausforderung. Krass. Krass. Ich komme nicht an meine, an meinen Schatz daran. Nein. Puh, puh. Ja, so geht's. Ah, okay. Das habe ich. So, ich glaube, ich möchte trotz... Hey! Ich habe ganz vergessen, dass die da rauskommen noch. Ja, machen wir es einfach mal so. Ich will lieber nicht zu viel hier einfach runterfallen lassen. Wir haben schon zwei Wollen. Das geht schnell. Aber man merkt schon, ich muss mich da voll konzentrieren. Ja, danke schön. Das nehme ich mit. Denn ist es wirklich nicht ganz ohne. So. Ich glaube, das schieße ich mal aus der Luft ab. Ah, wenn ich es könnte. So ist es doch deutlich einfacher dann. Ja, es scheint nicht allzu lang zu sein, das Level. Ich habe jetzt schon relativ viel eingesammelt. Aber wenn das so weitergeht, warten vielleicht auch noch ein paar Tode auf mich. Ah, Mist, das wollte ich eigentlich haben. Der hält den doch einfach nach oben. So, dann warte ich nochmal ab. Ich schieße das jetzt mal ganz in Ruhe ab. Ah, ja, noch eine Wolle. Ja, das geht hier echt rasend schnell. Hat das jetzt auch hier irgendwie sowas wie, keine Ahnung, so eine, kein Checkpoint-Regelung oder sowas. So, den haben wir. Den brauchen wir aber auch. Das wird aber jetzt hart, ne? So, ein bisschen halten noch. Sehr gut. So war das gedacht. So, puh. Alter. Riskiere ich dafür? Ja, klar, riskiere ich dafür mein Leben. Natürlich mache ich das. Selbstverständlich. So, einmal darüber. Oh. Na gut, da kann ich halt ein bisschen was überfliegen. Ist doch alles in Ordnung. Wir haben schon vier Wollen. Alter Verwalter. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass da plötzlich... War die vorher auch schon da? Habe ich das verpeilt gerade? Du Sau. Dafür stirbst du. So. Krass. Also unverletzt komme ich hier nicht durch. aber wir kommen immerhin durch, denke ich. Irgendwann. In geraumer Zeit kommen wir vielleicht ein bisschen durch. So, das nächste Mal muss ich das essen, was hier... Oh, da kommt wieder neuer... Ja, da kommen neue Gegner. Ich denke mal... Doch, ich werde den hier töten müssen. hätte ich mich fast fallen lassen. Diese blöden Wollwellen. Da ist schon die letzte Wolle. So. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Danke, Leute, dass ihr mir so dabei beisteht. Wow! Kommen wir da oben rein? Irgendwo? Vielleicht hier? Zuck! Nee, da kommen wir nicht rein. Aber ich sehe gerade, dass ich daneben was übersehen habe. Ein Schätzchen.
Das haben wir schon mal eingesponnen. Eieiei, ich habe nämlich keine Lebensenergie mehr. Das bedeutet, dass ich gleich sterben werde. Okay. Ein bisschen ausruhen, das ist schön. Das tut mir doch sehr gut. Hoffentlich gibt es auch ein paar Herzen. Ja, das Level ist nicht ohne, muss ich wirklich... Oh, gemein. Schwein. Nicht fein. Ey. So, ja, da haben wir das letzte Blümchen schon. Sehr schön, dann füllen wir uns hier nochmal schön auf. Lebensenergie gibt es wohl nicht nochmal. Swip. Nee. Swip. Hier runter? Nö, auch nicht. Ja, hier geht's runter. Okay, gleich schön hier. So, hier will ich mal lieber nicht zu schnell durch. Okay. Wo ist die letzte Wolle? Habe ich die schon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, habe ich die schon? Nee, doch, ich habe sie schon. Was ist es? Ich würde sagen, es ist ein Wasser-Yoshi mit ein bisschen Sturm drin. Aber es ist bestimmt Wasser, weil hier alles mit Wellen war. Cool. Und Bonusrunde. Yeah. Boah, das war ein ganz kurzes Level. Wahrscheinlich das kürzeste bis jetzt im Spiel, denn ich habe nur 6 Minuten mit Begrüßung gebraucht. Die anderen haben ja fast so um die 15 Minuten gebraucht. Aber es war auch ein ziemlich schweres. Wir hatten keinen Checkpoint, mussten das alles schaffen. Und deswegen bin ich glücklich, dass ich das alles gefunden... Naja gut, mit alles meine ich alles außer den Herzen. So. Und ich tippe auf Wasser-Yoshi. Wellen-Yoshi. Wellen-Yoshi trifft es vielleicht ganz gut. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Bonusrunde schaffen. Zunk! Zunk! Ey! Das ist ein bisschen blöd, dass man hier immer in den Lücken hängen bleibt. Nein! Mist, jetzt habe ich schon wieder voll vermasselt, aber ich werde jetzt einfach nochmal so viele wie möglich einsammeln. Nö! Ja, in denen habe ich nie mehr geschafft als eine Runde, ne? Da bin ich ein bisschen blöd, aber 3000 ist super. Damit bin ich vollständig zufrieden. Cool, dass wir da alles gefunden haben. Aber man merkt schon, das war eine ganz andere Qualität als die anderen Levels, die wir bis jetzt so gesehen haben. Bis auf vielleicht die letzte und vorletzte Welt. Da waren ja auch so ein paar fiese dabei. Wie gesagt, das unverletzt durchkommen, das mache ich später mal. Jetzt erstmal die Boni freischalten. So. Wii U Yoshi, daran habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ah, okay, ein Werbe-Yoshi. Du bist ein wandelndes Werbeplakat. Und in spätestens 4 Jahren bist du völlig veraltet. So. Alles klar, wir nehmen dich mit, bevor du veraltest. Und würde ich sagen, gehen wir mal hier rein, wa? Nö? Hm? Okay, alles klar. Was fehlt uns da noch? Ein brauner Yoshi. Alles klar, ich hoffe zumindest, dass es nur Schokoladen-Yoshi ist und nichts, was ich nicht sehen möchte. So, und dafür nehmen wir natürlich den Bonus wieder mit. Wir können auch Schnuffel mitnehmen, aber es ist jetzt eigentlich vom Geld her relativ egal. Also, wir sind ja auf Schatzsuche, da müssen wir den Bonus quasi nehmen. Ich versuche die anderen trotzdem auch zu finden, damit ich abschätzen kann, wo der in etwa sein muss. Ich nehme an, hinter einem Checkpoint. Aber es gibt ja mehr als einen in diesen Sachen. Na gut. Bin ich hier unverletzt durchgekommen? Vermutlich nicht. Nein. Nee, bin ich nicht. Das müsste ja leuchten. Ich zeig's nochmal. Da müsste ich nochmal irgendwie nochmal eine Markierung dafür haben. Oh. Alles klar. Oh, ich glaube, ich habe hier auch einen Tipp bekommen, wo das ist. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, Bonus. Oh. Aua. Oh, gerade noch so. Irgendwo, wo ein Monty aus einem Loch in der Wand rauskommt. Hey. Ja, ja, ist ja gut, Monty. Da muss ich wohl nochmal suchen. Ich nehme trotzdem hier noch ein bisschen Geld mit. Ganz einfach, weil ich es brauche. Ich habe mir den teuren Bonus gekauft. Verdammt, das hätte ich gar nicht machen müssen. Echt mal nicht. Habe ich dich zerstampft? Ja. Wie usual, Yoshi kann das. Der kann das sogar per Remote. So. Und da rein. So. Hey. Ja. Alles klar. Alles so anstrengend hier. Und wir sind beim ersten Checkpoint. Wir haben aber noch nicht viel gefunden. Da wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Ich erinnere mich natürlich an das Level. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo das genau ist mit dem, was ich nicht gesehen habe das letzte Mal. So, flupp. Ich glaube, ich gehe diesmal... Achso, das muss ich sowieso machen. Ich wollte gerade sagen, diesmal nicht hier entlang, aber das ist der normale Weg. Und patsch! Oh, schade, nicht umgebracht. So schade, dass ich das nicht umgebracht habe. In welche Richtung? Das war vermutlich der normale Weg. Ich gehe nochmal ganz kurz hier hoch, um es nochmal ganz sicher zu machen.
Ach ja, das wird schon so sein. Das ist vermutlich eine Blume. Aber schadet auch nicht, das Geld nochmal mitzunehmen. Wobei ich jetzt momentan ja nicht gerade in Geldnöten bin und ich habe schon so einiges gefunden. Gehen wir hier nochmal unten entlang. Naja, das ist auch nur eine Blume. Ich glaube, das lohnt sich nicht so richtig. Oh, na gut, jetzt sind wir schon da. Aua! Das hat sich nicht gelohnt. Da war ich zu ungeduldig. Okay. Das sammeln wir nochmal ein. Wie viel gibt denn das so? Das sind so Vierer auch gewesen, ne? Oder sind das sogar Fünfer? So, und den lassen wir da aus Prinzip, weil wir so dekadent sind. So, stecken wir und schießen wir ab. Oh, das klingt viel mächtiger, merke ich gerade. Nicht piu, sondern ja, sehr gut. So, auch sehr gut. Ich glaube, hier können wir noch weiter. Ich sehe noch keine Montys irgendwo rausgucken. Ich nehme mal an, hier sind die Boni noch nicht, von denen mir da erzählt wurde. Es fehlt ja auch wirklich nicht viel. Ich sollte nur anfangen, mich nicht weiter treffen zu lassen. Okay, wir haben jetzt aber das dritte Wollknäuel gefunden. Das heißt, so langsam müsste es irgendwo auftauchen. Jetzt kann ich es zumindest einschätzen. Oh, das habe ich, glaube ich, auch so. Muss ich nicht groß hier wippen. Kann ich da reinballern vielleicht? Nee, kann ich nicht. Gut zu wissen. Da komme ich sowieso nicht hoch. Da unten kam ich da nicht raus. Ah ja, okay. Das hatte ich aber das letzte Mal gefunden. Das ist sicherlich auch nur eine Blume. Denn ich kann mich noch daran erinnern. Ja, genau. Eine habe ich natürlich übersehen, aber das war jetzt auch bewusst geplant, gewollt und absichtlich. Aua. Alles klar. Da müsst ihr hier hinter irgendwo... Ich glaube, das war das Level, was mir gesagt wurde, wo der Monty irgendwo aus der Wand kommt und dann kann ich da nochmal ein unsichtbares irgendwas suchen. Okay. Ja, komm mal her. Hier vielleicht? Nö. Ja, da ist es. Das kommt von allein. Oh, nein, du blöder Monty, warum bist du so schnell? Ich war doch gerade mit dem Schießen beschäftigt. Oh, nee, das war aber nicht das. Das war gar nicht das. Verdammt, das war nicht das Wollknäuel. Ich habe meine Herzen zurück, aber das Wollknäuel ist nicht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin so traurig und auch ein bisschen schade. Also ich bin schade, wirklich. Das bin ich. Das ist mein Schicksal, schade zu sein. So. Okay, da ist aber auch noch was. Vielleicht meinte er auch das hier. Oh ja, da ist es. Guck mal. Oh yeah, wir haben den braunen Yoshi fertig. Der kleine... Nein, ich sag's nicht. Ich wollte jetzt Nazi-Yoshi sagen, aber das sage ich nicht. Jetzt habe ich es vielleicht doch gesagt, oder? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nein, das habe ich nicht. Nein, da habt ihr euch geirrt. Jetzt kann ich ja durchgehen. Oh. Verdammt, warum wollte ich das unbedingt haben? Nein, das wäre vielleicht meine letzte Chance gewesen, die Herzen zu sammeln. Ach Mann, so blöd, weil ich so gierig war. Nochmal volle Granate reingerannt. Okay. Diesmal sind wir etwas vorsichtiger. Vielleicht sind da oben auch noch ein paar Herzchen drin. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich die gleich einsammeln und wäre wieder wesentlich glücklicher als jetzt gerade. Ja, ich weiß. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Leg dich ein bisschen hin, Yoshi. So. Ey, da hoch sollst du. Ich vergesse immer, dass er nicht hochhüpfen kann. Ach so. Verdammt, das war nur der letzte Wollknäuel-Freund. Nee, also das werde ich mal wieder nicht mit Herzkraft schaffen. Aber das macht nichts. Wo? Wahrscheinlich unter uns. Da gibt's... Ah, ich bin zu blöd. Mann, manchmal rege ich mich wirklich auf. Ich hätte es geschafft, wenn ich mich nicht ständig von diesen blöden Mini-Montys treffen lassen würde. So, das nächste Mal nehme ich den Bonus. Bitte unverwundbar sein. Ich hoffe, ich spiele ihn irgendwann frei. Bitte unverwundbar sein. So, schnell nochmal den Monty besiegen. Der kann ja nicht so schwer sein. Was soll das, Yoshi? Du kannst mir gerne nachlaufen, aber die Worte bekommst du nicht wieder. Hast du es nicht schon mal gesagt? Jedenfalls Schluss. Ja, Monty, mach was. So, alles klar. Gestrickt. Okay, hallo Monty. Okay, wie ging der nochmal? Der sprang jetzt irgendwo aus der Wand raus, nehme ich an. Und dann muss ich drauf. Au. Au. Warum? Wie ging das nochmal? Mit Abschießen war jedenfalls falsch. Ich
ich lasse ihn jetzt erstmal laufen. Punkt. Ach so, so einfach war es. Ich habe schon wieder vergessen. So vergisst man das, was manchmal passiert. Ja. Oh, jetzt, genau, jetzt wirft er diese Morgensterne. Super gefährlich. Und macht wieder nur Quatsch. Monty, du bist Quatsch. Oh mein. Bom. Komm mal her. Dunk. Stimmt. Ach, deswegen hat er das nächste Mal auch einen Helm auf. Jetzt verstehe ich das erst. Weil er ein Schwachkopf ist. Versteht ihr? Schwacher Kopf und so. Hab versucht, witzig zu sein. Mano. So, komm da raus, komm da raus. Blub. Und Batch. Bam. Und stop. Oh yeah. Gibt nochmal ordentlich Geld. So, und wir haben immer noch genügend Zeit, um noch etwas freizuspielen. Schön, dass wir das hier geschafft haben. Juhu! Juhu! Alles klar. Wir haben den neuen Yoshi freigespielt. Ich bin für die Schokoladen-Yoshi. Vielleicht ist es aber auch Erd- oder Berg-Yoshi. Aber so viel Braun, ich glaube nicht, dass es Hitler-Yoshi ist. Das würde sich Nintendo nicht leisten, glaube ich. Nein, nein, das würde ganz schlechte PR sein. So. Flup, 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 flup. Und? Schwupp. Und? Das ist bestimmt Schokoladen-Yoshi. Kakao-Yoshi. Ach Mann, verarscht. Mann, Kakao-Yoshi. Okay, Kakao-Yoshi. Ich nehme dich jetzt mit. Schwupp. Alles klar. Und jetzt, jetzt gehen wir nochmal da rein. Wir haben noch genügend Zeit. Ich musste gerade nochmal kurz auf die Uhr gucken, aber ich denke, das ist schon in Ordnung. Wir nehmen Kakao-Yoshi also mit. Haben wir alles gefunden. Bis auf die Stempel. Oh, brauchen wir die jetzt ganz dringend? Aber das wird hier nicht als Sternchenlevel angezeigt, deswegen denke ich schon, dass wir die brauchen. Oh, das wird schwierig. Diese Stempel zu finden ist immer das Fiese hier. Oder sollte ich vielleicht erstmal einfach alle Yoshis freispielen? Und die normalen und vor allem die Zusatzlevels. Das wäre doch interessanter, oder? Ach nee. Also vollständig wäre schon schön, aber ich glaube, ich spiele euch jetzt nicht so viel frei. Leute, ich mache es jetzt erstmal so. Die Boni, die ich freispiele, sind jetzt erstmal ganz gezielt. Warum ist das hier nicht mit Sternchen? Habe ich das nicht geschafft, oder was? Achso, ich hatte nur ein Herzchen, deswegen. Ich mache das jetzt ganz gezielt so, dass ich nur die Yoshis und die Extra-Levels freispiele. Und ihr könnt euch entscheiden, ob ich dann später den Rest offscreen oder onscreen machen soll, die Stempelchen. Die Stempelchen hätte ich eigentlich schon ganz gerne onscreen für euch. Kann es aber nicht versprechen, weil die doch so gut versteckt sind. Und ich möchte euch nicht langweilen mit der Suche nach kleinen, glitzernden Dingern. Das wäre dann doch ein bisschen frustrierend für euch, immer wieder das Gleiche zu sehen, nur damit ich die suche. Insgesamt möchte ich sie auf jeden Fall haben. Vielleicht suche ich es auch und mache euch dann irgendwie einen Zusammenschnitt oder so aus den Sachen. Das könnte man sich auch nochmal überlegen. So, wir gehen jetzt erstmal in diese Welt. Uns fehlt hier auch nur ein Wollknäuel. Sieht ein bisschen aus wie Point Orangen-Yoshi, aber wir haben schon eine Zitrusfrucht. Deswegen in Wüstenwellen suche ich einfach mal nach einem neuen, einem zusätzlichen Dingsenbums. So, ich nehme natürlich das hier mit. Ist fast ein bisschen Verschwendung, wenn ich wirklich nur einen Gegenstand finden muss dafür. Aber solange ich das Geld dafür habe, nutze ich es auch. Mhm. Oh ja. Wüstewellen. Die Wüstenwellen. Ist wieder ein Wortspiel. Ist zu verspielt hier. So, hier war nix. Doch, hier war was. Und da wollen wir natürlich gleich hin. Ja, komm mal her. Das geht fast schneller. Ja, okay. Gehen wir mal hin. Ich nehme an, das habe ich schon das letzte Mal gefunden. Ich habe ja diesen Reflex schon, immer erstmal nach hinten zu laufen. So. Schwupp und schwupp. Den holen wir noch raus. Den nehmen wir mit. Ja, die Herzchen habe ich gern. Alles klar. Nehmen wir alles mit. Und du springst so gefährlich. Was bist du, ein Floh? Ja. Der Fleischhai-Guy, könnte man auch sagen. Hey, ich will da hoch. Oh, sehr schön. Coole Musik, wie immer. Aua. Warum? Weil ich kann. So, schön rein da. Ich schätze mal, hier geht es so langsam. Ja, die erste Wolle wollte ich gerade sagen. Also, ja, nee, mit Gegnersprung muss ich das nicht machen. Ich stricke da einfach wieder den Rand ein. Oh, kann man auch so machen. Ich hätte auch gar nicht beide Seiten einstricken müssen, aber ich wollte so gerne. Es ist so hübsch. Okay, weiter geht's. Okay, das wollen wir natürlich auch haben. Wir wollen alles haben. Essen. So. Essen. Ja.
Und springen. Und schießen. Und springen. Essen. Laufen, laufen. Und stampfen. Einfach, weil ich es kann. So, nein. So. So, nochmal Herzchen. Nee, ach so, da gehen wir einfach mal so rüber. Ich schätze mal, da schalten wir nichts frei. So, wir haben schon die zweite Wolle gefunden. Das heißt, ab jetzt muss ich auch aufmerksam sein. Ich glaube, ich gehe lieber nochmal zurück und hole mir noch irgendeinen Jump-Shy-Guy. Denn dieses Wölkchen würde ich lieber mitnehmen für den Fall der Fälle. Hoffentlich kommt hier irgendwo noch einer raus. Aber waren hier nicht welche, die rauskamen? Oder kann ich nicht... Ach, kommt schon, Leute. Ihr werdet mir doch jetzt nicht den Jump-Shy-Guy verwehren. Ah, nur Piranha-Pflanzen. Doch, das sind sie. Dich brauche ich. Dankeschön. So, schön unten durch. Nicht oben durch, unten durch. Wenn ich das Ding jetzt daneben schieße, ja, dann weine ich. Nicht daneben. Na gut, das hatte ich wohl das letzte Mal schon gefunden. Macht aber nichts. Den Versuch war es wert. Wäre blöder gewesen, wenn ich das Level nochmal ganz von vorne anfangen hätte müssen. Okay. Ich muss ganz aufmerksam sein. Du blöder Kerl, du bist nicht aufmerksam. Du bist frech und selbstbewusst. Mann, dein Selbstbewusstsein stört mich. Das irritiert mich, Mann. So, okay, hier ist was versteckt. Das ist nicht die Wolle, die wir brauchten. Aber da oben geht es auf jeden Fall rein. Das könnte ich gut übersehen haben. Denn man muss hier ziemlich schnell durch. Und ja, das war's. Alles klar, ein bisschen braun ist zu gelb und orange zu kommen. Moment, was brauche ich jetzt noch? Nichts. Ich weiß aber nicht, ob ich es mit 20 Herzen geschafft habe. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal auch mal mit 20 Herzen durch ein Level durchzukommen. In geraumer Zeit, wenn ich groß bin. Ich werde dafür studieren. Nochmal. So. Oh ja, das war nur das. Das nehmen wir nochmal mit. Das können wir gebrauchen. Euch kann ich doch, ja genau, aneinander kaputt machen. Wie mache ich das? Achso, das bewegt sich ja nur gleich so ein bisschen. Ist mir, glaube ich, eher egal. Achso, das löse ich hier irgendwie aus, ne? Ja, ja, dachte ich mir. Hatte ich ja das letzte Mal schon gemacht. Das ist wohl der Ausgang. Hallo? Achso, da kann ich ja nicht drauf stehen. Muss ich da jetzt quasi mit der Welle gehen. Yeah. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Na gut. Also, weiter geht's. Einfach weiter durch, denke ich mal. Oh yeah, das macht Spaß. Und pop. Na, lass es doch sein. Ja, dich will ich haben. Aua, warum nur? Weil du eine blöde Piranha-Pflanze bist. Was denkst du dir eigentlich dabei? So. Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Aber stimmt ja, es gibt sowas. Es gibt sowas. Es gibt viele solche Dinge im Leben. Okay, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach wirklich nur noch hier die letzten paar Minütchen durchhalten. Oh ja, Checkpoint. Was? Checkpoint? Nicht oh ja. Oh, schade. Oh, der ist schon tot. In Ordnung, ich bin einverstanden. Sei tot, so viel du möchtest. Ja, das brauchen wir wohl nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach durch, ich möchte nichts mehr riskieren. Ach so, das macht man ja auch über diese Powerblöcke, ne? Diese Dinger hier. Alles mitgenommen. Und schön durchs Ziel. Ich will durchs Ziel. Okay, das ist zu gefährlich hier. Dachtest du dir so, hä? Nur weil du irgendwelche Stachli spucken kannst. So, ich glaube, ich habe nicht viele Blumen eingesammelt. Ja, nehmen wir die eine mit, wenn wir können. Nein, können wir nicht. Sind zu blöd. So, aber wir haben einen lila Kristall mal wieder dabei. Ist doch schön. Da freut er sich auch drüber. Flink. Und es geht weiter. Und wir haben einen neuen Yoshi. Mal schauen. Gelb, orange, blau. Das ist eindeutig blau. Ja, blau. Ich würde sagen Alkohol-Yoshi. Weil er Farben so schlecht erkennt wie ich. Braun meinte ich natürlich. Ein kleiner Knopf. Okay, Entschuldigung, ich war gerade vom Ladebildschirm. Oh, Wolle. So schön. Was? Wie? Ah, Ladebildschirm. So, ist schon vorbei. Schade, ich habe mich gerade so drüber gefreut. Und jetzt dürften wir eigentlich, wieder was freigespielt haben. Es sieht irgendwie frisch aus. Nein, was ist das denn? Ein Flecken-Yoshi?
Wüsten-Yoshi ist es einfach. Ah, das ist Tarn-Yoshi. Der könnte mit einem Sniper-Gewehr hier rumhängen und niemand würde ihn entdecken, weil er unglaublich gut getarnt ist. So, 25 Minuten hat dieser Part. Ja, ich glaube, da muss ich den an der Stelle mal beenden. Denn ich sagte ja eigentlich anfangs 25 bis 30 Minuten. Eigentlich passt das ganz gut. Dann machen wir das nächste Mal weiter und ich hoffe, ihr habt immer noch euren Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.